Meine Damen und Herren, unser Präsident hat es bereits gesagt, die Diskussion zur Bürgerinitiative hat begonnen. Dabei wurde auch schon das Argument vorgebracht, diese Initiative sei viel zu kompliziert, um diese Fragen in einer Volksabstimmung diskutieren zu können. Man könne ein solch komplexes Thema gar nicht kommunizieren. Wir teilen diese Auffassung natürlich nicht, denn wir verlangen eigentlich nur Dinge, von denen viele Leute glauben, sie seien bereits Realität. Wir wollen, dass alles Geld, auch das elektronische, von der Nationalbank hergestellt wird. Wir wollen, dass Banken nur noch Geld vermitteln, aber es nicht mehr selbst verschaffen. Und wir wollen, dass das Geld auf den Zahlungskonten von den Banken nur treuhänderisch verwaltet wird, aber im alleinigen Eigentum der Kontoinhaber bleibt. Ich frage mich, was an diesen Forderungen so kompliziert sein soll oder weshalb sie gar radikal oder revolutionär sein sollen. Im Grunde wollen wir eigentlich nicht mehr als ein traditionelles, gesundes Bankensystem. Es stimmt auch nicht, dass sich dieses Thema nicht vermitteln lässt. Die vielen Gespräche auf den Straßen haben gezeigt, dass sich die Leute für diese Fragen interessieren. Und die Grundaussagen der Bürgerinitiative sind einfach. Es ist das heutige System, das kompliziert ist und von den Leuten nicht verstanden wird. Kompliziert ist auch die Art und Weise, wie heute neues Geld in Umlauf gebracht wird. Bei Münzen, Noten und beim Buchgeld der Banken ist das sehr unterschiedlich und daher für die meisten Leute unklar und intransparent. Wir möchten dies vereinfachen und wollen, dass auch das elektronische Geld in Zukunft nicht mehr von den Banken, von der Nationalbank in Umlauf gebracht wird. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten. Neues Geld kann über eine Ausstiftung an den Staat in Umlauf kommen. Dabei wird dem Bund oder den Kantonen neues Geld ohne Zins- oder Rückzahlungsverpflichtung zur Verfügung gestellt. Es versteht sich, dass dabei die Geldpolitik entscheidend ist und nicht die finanzpolitischen Bedürfnisse des Staates. Als weitere Variante wäre auch denkbar, dass neues Geld als Bürgerdividende an die Bevölkerung ausgezahlt wird. Dieser Gedanke entspricht der Idee des Helikopter-Money und ist insbesondere in einer deflationären Situation sehr interessant. Wichtig ist auch die dritte Variante, die Gewährung verzinslicher Darlehen der Nationalbank an die Banken. Dieser Weg ist einerseits wichtig, weil damit die umlaufende Geldmenge bei Bedarf auch wieder reduziert werden könnte. Diese Darlehen an die Banken sind aber auch von Bedeutung, um das Marktwissen der Banken weiterhin direkt in die Entscheidung der Nationalbank einfließen zu lassen. Das heißt, es wird kein Geldmengendiktat der Nationalbank geben, sondern über die Festlegung der Zinsen und der Laufzeiten kann die Nationalbank mit den heutigen Instrumenten die Geldmenge fein und angepasst auf die Marktbedürfnisse steuern. Die Erwartungen an eine Vollgeldreform oder umgekehrte Befürchtungen der Skeptiker sind sehr unterschiedlich. Aus unserer Sicht sind die auf der Folie aufgelisteten Folgen zu erwarten. Sicheres Geld, Reduktion der Verschuldung der Gesellschaft, weniger konjunkturelle Schwankungen, stabiler Geldwert. Auch wenn diese Folgen für den Einzelnen nicht unmittelbar sichtbar sind, indirekt sind diese Themen für die ganze Bevölkerung von Bedeutung. Auf eine detaillierte Begründung möchte ich an dieser Stelle verzichten. In einer Studie von zwei Professoren des Internationalen Währungsfonds wurde jedoch bestätigt, dass diese Erwartungen realistisch sind. Es schließen sich auch immer mehr Ökonomen und Fachautoren der Auffassung an, dass die Grundlagen des Finanzsystems in diese Richtung reformiert werden müssen. Aus unserer Sicht ist auch wichtig, dass eine Vollgeldreform schrittweise erfolgen kann und die Auswirkungen nach jedem Schritt überprüft und darauf wieder reagiert werden kann. Wir haben selbstverständlich große Erwartungen an eine Vollgeldreform, sonst hätten wir die Initiative nicht gestartet. Aber wir haben nie gesagt und werden auch nie sagen, dass die Vollgeldinitiative alle wirtschaftspolitischen Probleme lösen kann. Wir sind jedoch der Auffassung, dass mit Vollgeld in manchen Bereichen bessere Lösungen erreicht werden können.
Die Vollgeldinitiative bedeutet mit Sicherheit auch keine Verstaatlichung des Kreditgeschäftes. Es sind weiterhin ausschließlich die Banken, die über die Kreditvergabe an Privatpersonen, Unternehmen oder den Staat entscheiden. Nur die eigene Geldherstellung wird den Banken entzogen. Die Vollgeldinitiative ist auch kein monetaristisches Abenteuer, welches die Geldmenge allein in die Hand des Staates bzw. der Nationalbank legt. Denn nach wie vor wird die Geldschöpfung über die erwähnten Darlehen der Nationalbank an die Geschäftsbanken auch von den kreditnachfragenden Unternehmen bestimmt. Allerdings wird die Stellung der Nationalbank in diesem Prozess gestärkt. Es ist auch nicht so, dass die Schweiz mit der Einführung des Vollgeldes international isoliert würde. Das Ausland würde von der Umstellung kaum etwas bemerken, denn das Vollgeld betrifft in erster Linie die Beziehung zwischen der Nationalbank und den Geschäftsbanken. Der internationale Zahlungsverkehr wird davon nicht betroffen, weil dieser ja bereits heute ausschließlich über Vollgeld, das heißt über Zentralbankgeld, abgewickelt wird. Und schließlich würde das Vollgeld den Finanz- und Bankenplatz Schweiz auch nicht schwächen, sondern in der Tendenz eher stärken. Denn mit Vollgeld bekäme die Schweiz eine vielleicht noch gesündere Währung und die Gefahr ist deshalb viel eher, dass dies zu einer weiteren Aufwertung des Frankens führen könnte, aber nicht zu einer Schwächung des Finanzplatzes. Obwohl die Unterschriftensammlung erst heute abgeschlossen wird, hat die Diskussion schon früh begonnen. So hat zum Beispiel Avenir Suisse schon vor dem Start der Unterschriftensammlung die Vollgeldidee massiv kritisiert. In einem späteren Artikel in der NZZ hat einer der damaligen beiden Co-Autoren, Professor Baumberger, immerhin eingestanden, dass eine wissenschaftliche Diskussion des Themas wertvoll wäre. Das stimmt uns sehr zuversichtlich für die Debatte in den kommenden Monaten und Jahren. Auch andere Professoren, wie zum Beispiel Peter Bernholz oder Aimo Bonetti, sehen in der Initiative einzelne positive Punkte, kommen in einer Gesamtwürdigung dann dennoch zu einem eher negativen Ergebnis. Allerdings sind uns diese Einwendungen im Detail bisher noch nicht begründet worden. So zum Beispiel, wo die unlösbaren Probleme des Übergangs liegen sollen. Wo immer ein Einwand bisher konkret erhoben wurde, haben wir versucht, auf unserer Webseite eine sachliche Antwort zu geben. Die großen Parteien und Verbände haben sich öffentlich bisher sehr zurückgehalten. Aber hinter den Kulissen haben wir aus allen politischen Lagern punktuell Sympathie und Unterstützung erfahren. Deshalb sind wir optimistisch. Es ist uns lieber, wenn die Initiative zuerst überdacht, sachlich diskutiert und erst dann bewertet wird. Und nach unserer Wahrnehmung wehren sich die Stimmen, die eine Diskussion über dieses wichtige Thema begrüßen. Die Vollgeldidee ist eine wissenschaftlich fundierte, sorgfältige und ausgewogene Lösung. Dabei geht es um die längst fällige Erweiterung des bewährten Bargeldsystems auf das elektronische Geld. Viele bekannte Ökonomen haben einen Beitrag zur Entwicklung dieser Theorien geleistet und es wird für unsere Gegner nicht einfach sein, gute Gegenargumente zu finden. Deshalb werden sie versuchen, und das ist bereits absehbar, die Vollgeldinitiative als radikal oder gar revolutionär zu qualifizieren. Eines der wichtigsten Gegenargumente wird sein, dass mit weiteren Regulierungen und bei etwas höheren Eigenkapitalvorschriften die Probleme gelöst werden können. Natürlich ist höheres Eigenkapital ein Schritt in die richtige Richtung, aber mit der angestrebten Eigenkapitalquote von 5% werden neue Krisen nicht verhindert. Es gibt viele Fachautoren, die das ähnlich sehen. Und es gibt viele Gründe, weshalb das nicht funktionieren wird. Aber das hier darzulegen, würde den zeitlichen Rahmen sprengen. Wir sind uns bewusst, dass der Abstimmungskampf nicht einfach sein wird. Aber wir sind bereit und offen für eine sachliche Diskussion in den kommenden Jahren. Dabei werden wir verschiedene Kernbotschaften in das Zentrum stellen. Sie haben diese Botschaften in Ihren Unterlagen und einige dieser Thesen werden nun etwas genauer vorgestellt. Damit gebe ich das Wort gerne zurück an unseren Moderator.